Das erste Wochenende im September. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist der Ab ins Bett. 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 Der Kinderpodcast. Herzlich willkommen Samstagabend am 2. September. Ich bin Marco und ich freue mich jetzt mit euch gemeinsam in diesen Samstagabend zu starten. Habt ihr auch Lust dazu? Damit wir den Sonntag alle richtig genießen können. Vielleicht kommt ja das schöne Wetter nochmal. Es sieht, glaube ich, so aus. Es fühlt sich heute so an, als ob es morgen vielleicht nochmal richtig schön wird. Die Sonne genießen und das geht am besten mit dem guten Schlaf. Und der kommt nach dem Recken und Strecken. Nehmt also die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1103. Gute-Nacht-Geschichte für Samstagabend, den 2. September. Marie und die magischen Möbel. Marie ist ein ganz normales Mädchen. Sie lebt bei ihren Eltern, so wie es die meisten Kinder tun. Es ist auch ein ganz normaler Samstag, es kann sogar der heutige Samstag sein, als Marie mit ihrer Mama eine ganz besondere Aufgabe übernimmt. Sie möchten nämlich Möbel renovieren oder restaurieren, so sagt es Mama nämlich. Mama ist eine echte Handwerkerin und eine echte Künstlerin. Sie kann aus alten Dingen neue Dinge machen, die viel, viel schöner aussehen als ganz neue Dinge. So zum Beispiel auch wie aus Möbeln. Neulich hat sie bei einer Sperrmüllsammlung einen richtig schönen Schreibtisch gefunden. Und den hat sie mitgebracht. Marie findet diesen Schreibtisch auch so schön, dass die beiden beschließen, diesen Schreibtisch umzubauen. Für Marie. Bisher ist er noch hässlich, weiß und rot. Bald soll er in neuen Farben erstrahlen. So, dass er gut zu Marie und ihrem Zimmer passt. Denn in ihrem Zimmer ist alles blau. Blau ist Maries Lieblingsfarbe. Auch der Schreibtisch soll in einem schönen Blauton erstrahlen. Doch dazu gibt es noch viel zu tun, bis es soweit ist. Zum Glück ist nun Wochenende. Zum Glück hat Mama Zeit und zum Glück hat auch Marie Zeit. Und so verbringen sie diesen Samstag damit, den Schreibtisch umzubauen und umzulackieren, abzuschleifen und ganz viele Dinge zu tun. Mama sagt ganz genau, was sie macht und sagt auch Marie ganz genau, was sie tun kann, damit die beiden als Team eine gute Arbeit machen können. Doch dann hört Mama auf einmal auf und sie schaut ganz skeptisch. Sie zieht die Augenbrauen hoch, so als wenn sie gleich schimpfen würde. Marie weiß gar nicht, was passiert ist. Mama reagiert gar nicht, als Marie fragt. Noch einmal sagt Marie: Mama, was ist denn los? Dann deutet die Mama auf den Schreibtisch. Unterhalb der Schreibtischplatte ist eine Klappe eingebaut. Sie lässt sich nicht öffnen, aber es scheint etwas hinter dieser Klappe zu sein. Ist dieser Schreibtisch wirklich ein normaler Schreibtisch oder steckt in diesem Schreibtisch ein Geheimnis? Marie ist aufgeregt. Selbst Maries Mama ist aufgeregt. Sie können es kaum erwarten. Mit einem Schraubenzieher versucht Mama, das Versteck zu öffnen. Und tatsächlich, irgendwann gelingt es ihr. Sie öffnet die Klappe und auf einmal purzelt etwas hinaus. Es ist schwarz und ungefähr so dick wie ein Buch, und als sich Marie das Ganze genauer anschaut, da sieht sie, es ist ein Buch. Marie ist sich sicher, dass sie nun einen Schatz gefunden haben, denn das wird bestimmt kein normales Buch sein. Etwas, was so gut versteckt ist, ist bestimmt ein magisches Buch. Ein Buch voller Geheimrezepte. Ja, das wird ein Zauberbuch sein, denkt sich Marie.
Mama nimmt das Buch in die Hand, blättert durch und wieder zieht sie die Augenbrauen so hoch. »Mama, Mama, was ist das denn für ein Buch?« fragt Marie. Mama sagt, »Du hast recht, das ist wirklich ein Rezeptbuch.« Marie strahlt übers ganze Gesicht. »Wird sie nun zaubern lernen?« fragt sie Mama. Mama streichelt nun Marie über den Kopf und sie sagt, »Na ja, vielleicht wirst du kochen lernen, denn das ist ein Buch voller Kochrezepte.« So viel Aufregung um ein einzelnes Buch, das aus diesem Schreibtisch gepurzelt ist. Vielleicht ist dieser Schreibtisch wirklich magisch. Wer weiß, was sie noch alles finden würden. Ein Buch voller Kochrezepte, das haben sie schon. Vielleicht finden sie ja noch ein Buch voller magischer Sprüche. Marie weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.